Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Tickle, dem Let's Play von Tickle Me Now. Wir spielen heute wieder eine Runde Need for Speed und ja, ich fahre meinen 458 Italia. Wir werden uns heute mit der Herausforderungsserie von Eddie's Challenge weiterhin beschäftigen. Und ja, ich habe das Rennen schon mal aufgenommen, allerdings hatte ich mein Mikro die ganze Zeit auf Stumm. Das war recht ungünstig, wie ihr euch denken könnt, und von daher werden wir das Ganze jetzt nachholen. Und ja, einen Moment, ich muss es eben suchen, da es mir ja jetzt so nicht mehr angezeigt wird. Aber ich glaube, das dürfte sein. Ja, Santa Rasa ist es. Gibt jetzt nicht mehr ganz so viele Punkte wie vorher. Oder gar ganz so viel Geld. Aber naja, wir werden es jetzt fahren. Teleportieren uns mal eben hin. Und dann kann es auch gleich schon losgehen. So, auf geht's, da sind wir. Und fangen dann auch direkt mal an. Auf geht's. Also ich glaube, mit dem Ferrari oder habe ich hier die beste Wahl getroffen, da er sich wirklich sehr gut handeln lässt und damit schon einiges an Zeit rausholen kann, besonders mit der Beschleunigung. Und ja, er fährt sich auch einfach gut. Das muss man schon sagen. Boah, Gegenverkehr. Ich hasse. Yo. Ja, die Kurve habe ich jetzt mal voll verkackt. Das muss ja nun echt nicht sein eigentlich hier, ne? Und mal eben schön gegen den LKW gejagt. Mal parken wollen wir noch nicht. Ich habe gemerkt, wenn man hier eben jetzt schräg rüberfährt über den Parkplatz, werden die ganzen Checkpoints wie gewohnt gewertet und das ist echt nützlich. Besonders für die Zeit, weil es das letzte Mal, als ich das Rennen gefahren bin, wirklich knapp war, bis ich dann mal angefangen habe. Ja, diese Abkürzung da vorne zu fahren. Und ja, von daher werde ich auch schön bei der ja, bei der Taktik, sag ich mal, bleiben und auf Abkürzung setzen. Da ist immer noch Bullen hinter uns. Aber die stören uns ja nicht. Man fehlt denen sowieso die nötige Leistung. Oh, ich, scheiße, ich habe gesehen, wir sind nur Zweiter. Verdammt. Das schreit nach einer besseren Zeit. Gucken wir mal, ob wir das noch schaffen. Ah, diese Runde, die könnte wohl was werden, glaube ich. Jo, wieder erster. Boah. Und jetzt habe ich hier auch direkt verkackt. Ah, so muss man die Kurve nehmen. Dann läuft das auch. Herrlich. Ja, über die Hälfte der Herausforderungs-Challenge haben wir dann jetzt auch schon absolviert. Und vielleicht kriege ich. Na, die Runde habe ich doch nicht mehr fertig bekommen. Aber egal, wir haben gewonnen. Herrlich, gibt es jetzt für mich noch wieder kleines Geld. Das ja, da ich das Rennen ja jetzt erneut gefahren bin. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Abonniert auch gerne unseren Kanal. Und ja, meldet euch in den Kommentaren, falls ihr irgendwelche Anregungen, Fragen oder sonstiges habt,
was ihr äußern wollt. Und besucht auch gerne unseren Facebook, unsere Facebook-Seite und unseren Twitch-Kanal. Die Links dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und ich hoffe, dass ihr dann beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ich freue mich auf euch. Bis denn. Ciao.